Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Renault hat nach dem Hockenheim Grand Prix die nächste Nullnummer eingefahren. Nico Hülkenberg kam als 12. und Daniel Ricciardo als 14. ins Ziel. Bereits nach ein paar Runden funkte der Deutsche an die Box, dass er keine Leistung auf der Geraden habe, dadurch verlor er mindestens 3 Zehntel. Schuld war die Motoreinstellung, die in den Sicherheitsmodus ging. Man verwendet diesen Modus nur, wenn der Motor geschont werden soll oder bei aerodynamischen Tests im freien Training mit Messgeräten an den Boliden. Seit Ende Juli ist es offiziell. Der große Preis der Niederlande in Zandvoort ist mit 105.000 Zuschauern ausverkauft, obwohl das Interesse so groß war, dass sie das Zehnfache an Karten hätten verkaufen können. Wer von euch ist denn der Glückliche, der so eine Karte ergattern konnte? Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Lewis Hamilton hatte beim Ungarn-Wochenende Bremsprobleme. Entstanden ist das Problem durch einen Temperaturunterschied an der Vorderbremse, nämlich das sogenannte Glazing, also das Verglasen der Bremse. Er musste das Material schonen, weshalb er Lift and Coast betreiben musste und eine halbe Runde gar nicht auf die Bremse trat. Beim Kampf mit Max Verstappen um die Führung wurde es noch schlimmer. Er musste mal abreißen lassen, um die Bremse zu kühlen. Laut Toto Wolff ist dieses Problem aber nicht Mercedes-spezifisch, da es Rennen gibt, wo man 70 Runden lang im Getriebe des Vorausfahrenden fährt, wo die Bremsen und Motorenteile behitzen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Tja, war ja klar, dass der Niederlande Grand Prix so schnell ausverkauft ist. Ich meine, bei dem Interesse und wenn der Motor von Hülkenberg richtig funktioniert hätte, wäre er laut meinen eigenen Rechnungen 11. geworden, mehr aber auch nicht, weil der Abstand zu Albon als 10-Platzierter so groß war. Kommen wir zum Community-Kommentar. Kevin Scheffel hat folgenden Kommentar unter meinem Hülkenberg 2020 Video geschrieben. Die Farben wohl, weil das die Klassiker von Pirelli sind. Gelb? Logisch, oder? Weiß und Rot waren auch die ersten Farben, die sie verwendet haben und die sehen an jedem Auto gut aus. Die restlichen Farben kamen irgendwann dazu und ich finde es gut, dass die Farben weg sind. Rosa und Lila waren Orange, und Blau gehört nur zu den Regenreifen. Würde mir ehrlich gesagt eine andere Farbe für die Inters wünschen. Ja, die Erklärung scheint plausibel. Aber welche Farbe würdet ihr für die Inters nehmen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.